Hallo zusammen, es geht weiter. Ich darf weiter vom E4, E5 Meister himself lernen. Und wir werden wieder probieren, meine Kenntnisse ein bisschen aufzufrischen, beziehungsweise sie mir erstmalig zufließen zu lassen. Dementsprechend starten wir durch. Wir sind wieder in der Lead Chess Arena hier und versuchen wieder einen Gegner zu finden. Und wir bieten unseren Gegnern sogar die weißen Steine an. Völlig freiwillig. Und hoffen auf E4. Und das wäre gut, wenn die E4 spielen für das E5-Repertoire. Wenn nicht, dann werdet ihr es wahrscheinlich nicht erleben, weil wir dieses Video dann nicht veröffentlichen, weil wir halt E4, E5 üben wollen. Wir hatten bisher Glück. Beide Gegner haben E4 gespielt. Und ihr dürft einmal kurz die Daumen drücken. Für uns ist auch ein Überraschungsmoment. Und es ist D4. Ich mach mal D5. D5 machen mit der Idee, dass ich ja in D4, D5 Repertoire noch nachschieben werde. Genau, dann lasst uns das doch machen. Also vergesst getrost einmal, denkt euch, oben steht moderne Klassiker D4, D5. Und jetzt erklären wir doch mal, was hier abgeht. Okay, das ist der Standard. Jetzt nimmt man zurück. Okay, soweit ist mir das auch klar. Jetzt würde ich, glaube ich, Läufer E7 machen. Ja, das ist der normale Zug natürlich. Jetzt gibt es sehr viele Systeme hier. Und das ist nicht so ganz klar. Es gibt viele Ideen, einmal mit C6, einmal... Ich habe hier alles Mögliche schon gespielt. Und du rochierst an dieser Stelle. Ja, ich würde hier rochieren. Mhm. Und eine Idee ist jetzt, Turm E8 zu spielen. Und auf Springer F3? Das wäre jetzt... Ja, ist der Standardzug, denke ich jetzt. Ja, Springer F3 ist ein... Also Springer E2 ist eigentlich eher der Standardzug. Ah, okay. Weil das hat eigentlich einen kleinen Nachteil, dass ich jetzt... Kannst du gleich Läufer G4 machen, oder? Und das geht, glaube ich, nicht, aber ich kann, denke ich, C6 machen. Und der Nachteil ist von diesem System, dass ich jetzt H6 mache. Ja. Und jetzt nimmt er hier weg, das ist nicht üblich. Ich wollte eigentlich die Idee präsentieren, dass nach Läufer H4 Springer E4 geht und ich habe den Springer nicht auf D7 und kann gleich Läufer F5 hinterher spielen. Das war die Idee, dass ich auf Springer D7 verzichte so früh. Das war ist also eine dieser... Grundideen erstmal. Ja. Na gut, aber auch die Stellung sieht mir sehr angenehm aus für dich. Was macht man mit dem Läufer? Erstmal auf E6 abstellen, oder? Okay, das ist natürlich eine Idee, dass ich den jetzt noch... Das ist zum Beispiel noch ein Vorteil, wenn der Springer noch nicht auf D7 steht. Jetzt auf B5 kann ich zum Beispiel wahrscheinlich auch einfach C5 machen, wenn ich will. Mhm. Und wird Gegenspiel kriegen. Und das ist einfach ein bisschen flexibler, wenn man nicht so früh Springer D7 spielt in dem Aufbau. Ich habe in letzter Zeit, habe ich tatsächlich, ich bin eigentlich typischer Benoni-Spieler. Ich habe in meinem Leben sehr, sehr viel Benoni gespielt und das auch sehr gerne gespielt. Habe in letzter Zeit häufiger mit D5 experimentiert und habe auch meine erste GM-Turnier, meine erste GM-Norm gemacht in einem Turnier, wo ich nur D5 gespielt habe. Hier gibt es verschiedene C5 Möglichkeiten. Sieht stark aus schon, oder? Ja, aber dann nimmt er noch A6 weg und ich weiß nicht, ob ich ändern würde ich eher vielleicht nehmen und C5 machen. Aber die Alternative ist auch immer in dieser Stellung C, B, A, B und A5 gefolgt von Springer B6. Das ist auch immer sehr interessant. Wenn ich jetzt so deinen Läufer in Blick nehme, den F6... Aber tendenziell ist eigentlich C5 das, was mir besser gefällt. Spielen wir einfach ganz prinzipiell, nehmen den Weg und machen C5. Ja. Das ist am prinzipiellsten. Und jetzt sieht man, jetzt, dass es extrem schlau war, den Läufer erst nach E6 zu stellen und danach springen. Der hat da einen guten Job. Und hier sollte Schwarz keine Probleme haben. Okay, die Stellung ist wahrscheinlich gleich ungefähr. Aber wir haben auf jeden Fall keine großen Sorgen. Mhm. Gut, man kann natürlich auf leichten Vorteil hoffen irgendwie. Gerade mit der Läufer für F6 ist ziemlich cool. Ja, wer weiß, kann natürlich Springer D4 machen zu irgendeinem Zeitpunkt. Jetzt ist halt die Frage, weil es droht vielleicht auf D5 zu nehmen und Läufer H7 zu spielen. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Also das ist immer so eine Standardidee, wo man ein bisschen aufpassen muss. Da merkt man halt deine Erfahrung, ja, dass du solche... Also wenn ich Motive Dame H5 kennst. Zum Beispiel mache, muss man das halt überlegen. Mhm. Ob er jetzt nicht diese Abwicklung hat. Okay. Gut, im Zweifel kann man wahrscheinlich auch auf D3 nehmen. Ja, aber das will ich eigentlich nicht unbedingt, weil danach hängt der D5 und der ist gar nicht so leicht zu decken. Okay, Rainer, deine Zeit läuft. Zeig mal was. Ich bin gerade am Überlegen. Nicht ganz eindeutig, was jetzt der beste Zug ist. Das
Zweifel könnte man vielleicht damit D6 spielen. Also nicht. G6 will ich nicht unbedingt. Ist vielleicht irgendwas. Na, eigentlich gehört die Dame nach B6 oder nach A5. Das ist also relativ wichtig. Vom Prinzip her. Aber auf Dame B6 kann man halt D5 nehmen. Läufer 7, König K8, Turm D5. Und jetzt ist die Frage, ob ich irgendeine Taktik habe. Aber ich sehe gerade keine. Dann macht Dame D6 und spiel weiter. Und Turm C8 und das kann ich dann machen, das stimmt. Aber ich muss trotzdem aufpassen, dass er halt nicht trotzdem D5 nimmt. Na gut, jetzt Turm C8 oder so. Okay, jetzt zeig mal deine Bullet-Skills. Rainer ist amtierender deutscher Meister im Blitzen. Also, das erklärt auch, warum er mit heruntertickender Uhr so tiefenentspannt bleibt und euch noch alle Untervarianten erzählt. Ich hab bei mir schon vergessen, dass ich kein Increment habe. Ja, Moment, zurück haben sie ihn. Hoffen, dass er irgendwas einstellt. Das gehört zum Spiel dazu. Also jetzt rot Läufer D4 und Springer D3 und auf Turm D3 Läufer F5. Oh, ich glaube Springer Stich D6 hätte eine Figur gewonnen. Ja. Weil der C3 so doppelt von allen Seiten gefesselt ist. Das stimmt. Na gut, aber. Du hast doch gehofft, dass er was einstellt. Ja, ich habe es gehofft und dann hat er das gemacht und ich habe es nicht weggenommen. Ja, kannst du. Genau, wenn du jetzt mit dem Turm schon auf die Dame ziehst, Pre-Move, dann, ja, muss schon absetzen. Dann macht er das automatisch, wenn du. 1 Minute 13 für Rainer, der hier unerwarteterweise sein D4-D5-Repertoire präsentiert. Aber das noch gar nicht richtig ausgearbeitet ist bis zum letzten. Aber, ja, aber gut, ja, komm. Ein paar Ideen haben wir schon dabei. Du hattest eine Gewinnstellung. Ich hab's gesehen. Springer schlägt D6, hätte schon einfach gewonnen sofort. Ja, also gut ist es. Und ich glaube, wir werden das doch einfach mitveröffentlichen im E4-E5-Kurs. Dann wisst ihr auch, okay, es kommt nicht immer so, wie man denkt. Ja, aber ja, immer noch. Also das Endspiel finde ich gut. Ja, auch von der Bauernstruktur gefällt mir. Das sind jetzt die ganz billigen Tricks. Obwohl es wenig, ich wollte gerade sagen, es gibt wenig Felder, wo der Springer hingehen kann, wo du dann mit Turm C1 matt setzen könntest. Ne? Da gab es nicht so viel, das stimmt. Aber dennoch, denke ich, angenehme Stellung. Gleich mal mit deinem Turm rein. Aber du holst auf der Uhr. Das ist H5 wäre positionell vielleicht auch noch ein schöner Zug. Oder natürlich, wenn du direkt reinkommst. Du machst ja schon, was erzähle ich dir, Rainer. Aber es ist interessant, mit diesem verzögerten Springer D7 war mir neu. Auch hier kannst du mit dem Bauern schon zurücknehmen. Genau. Jetzt muss er schon gucken, wo er bleibt, ne? Springer F2, Turm E3, schön. Oh, und es kommt natürlich. Ja, aber es war eh gar nicht so leicht zu decken. Oh, nochmal schön den Springer abgesperrt. Den stoppt er nicht mehr, den D. Da lässt du dir die Butter nicht mehr vom Brot nehmen. Schön. Unerwartet. Das war eigentlich nicht das Ziel, aber war trotzdem eine schöne Partie. Schöne Einblicke in die Zukunft, was uns noch erwarten wird, aber da werden wir auch nochmal gesondert was aufnehmen, denn ich spiele zwar auf D4, häufiger D5, aber werde mir dann auch von Rainer nochmal beibringen lassen, wie Rainer es empfiehlt und dann werdet ihr es auch nochmal sehen. Für dieses kleine Intermezzo schon mal vielen Dank, Rainer. Ja, gerne. Und das hat auch relativ gut geklappt. Das sollte zwar eigentlich E4, E5 werden, aber so. Ein paar Einblicke in das zukünftige D4, D5-Repertoire sind auch ganz interessant. Ja, nimmt man gerne. Also, danke Rainer. Schöne Partie und nächste Partie dann hoffentlich wieder E4, E5. Bis dann.